Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Origins mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Hier müssen wir jetzt hin. Idioti dir gleich mal was. Aha. Ich habe noch nicht alle. Ins Gebüsch. Hier ist gut. Komm, Senu, du hast was übersehen. Da sind noch mehr, ne? Und dann gucken wir mal weiter. Du nicht. Hast du was damit zu tun? Keine Ahnung. Da schleppt einer. So, noch fühle ich mich ja unbeobachtet. Ich habe hier meine wunderschönen Giftpfeile. Ja, da hast du einen. Ein Plex. In den Plexus. In den Solarus. Oh. Ist hier kein Loch im Zaun? Das habt ihr doch sonst immer. Wie sowas hier zum Beispiel. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Warum stellst du dich da hin? Ich verstehe sowas immer nicht. Wer hat denn da was gesehen? Ach, er vielleicht? Ist der Kotzbrocken da schon weg? Ja, der liegt da schon. Ich tippe jetzt immer, nachdem ich dann in der gestrigen Session Pech hatte und anstatt eines versteckten Kills eine auf die Schnauze bekommen habe, tippe ich jetzt wieder mehrfach drauf. Da komme ich mir zwar mal blöd bei vor, aber es geht anscheinend nicht anders. Wo willst du hin? Stopp. Erstmal gucken, wo er hingeht. Ich habe die Brille vergessen. Scheiße. Ich werde versagen. Oh, der geht dahin. Geh mal erstmal dahin. Oh. Wo willst du jetzt hin? Aha. Der geht weg. Okay, ist hier oben noch einer? Nein. Der ist jetzt hinter dem Haus. Ich folge dir. Ich folge deinen Spuren. Warte. Komm, Freund. Ich bette dich in diesem Haufen. Ich bette dich in diesen Haufen. Das heißt nicht, ich bette mich. Das Diebsgesindel hier. Ich glaube, wir haben jetzt hier alle, ne? Jetzt kann ich mir das in Ruhe holen. Das brauche ich. Ich bringe Theramenes das Wundermittel zurück. Oh, guck mal, der mieft da immer noch rum. Na, wieder nicht richtig gewaschen? Warte mal, ich kann ja nochmal gucken. Oh, da oben liegen noch Sachen. Ich bin jetzt mal mutig. Oh, da ist ein Freund gestorben. In der Burg nebenan. Nur kletter doch. Sag mal, warum? Ey, das ist doch immer. Das ist das Nervigste an dem ganzen Spiel. Diese Hampeleien. Hier, brauche ich was? Ja, ein Giftpfeil? Nein, nicht! Ach. Und dieses verzögerte Drehen dann manchmal. Ich wollte gar nicht. Ich habe mich jetzt aus Versehen verdrückt. Nur noch er hier, ne? Dann gucken wir mal, was unserem Freund dazugestoßen ist. Das war doch hier. Hallo Freund, wo bist du? Da drin. Wo kommt ihr denn her? Ach, hier so eine. Ja, damit. Nicht die Katze. Nein, Mieze, das war nicht für dich. Wie können die da natürlich schon wieder leben? Na. Die haben nur in deiner Virtualität, Realität gelebt, aber nicht mehr in meiner. Da sind sie alle schon gestorben. Ich bin ein Meuchelmörder im Spiel.
In wahren Leben könnte ich nichts davon. Was haben wir denn hier? Da unten? Guck mal, er liegt noch hier in seinem Blute. Was ihm fließt aus seiner Schnute. Ups. Ich werde hier noch zum Poet. Da liegt er. Lebst du noch? Oder bist du schon tot? Dann bist du es jetzt. 250 Punkte. Au, hopp. Das ist ja das Falsche. Was mache ich denn? Ah, hier. Warum zeigst du mir das nicht gleich an? Hallo, Hottelhü. Aufnehmen tun wir. Gut. Soweit ich... Achso, ich muss ja noch die Quest annehmen. Mit den erblindeten Augen. So, ja. So, ich habe mir jetzt erstmal was zu trinken geholt. Dann werde ich nachher, wenn ich was gegessen habe, erstmal ein bisschen weiter rennen. Und dann habe ich hier zu Hause noch ein bisschen zu tun. Das werde ich dann auch mal machen. Hoffe ich. Gestern beim Spielen, oder vielmehr heute früh, ist ja was total Surreales hier passiert. Da hatte sich irgendein Insekt so einen Staubflusen eingefangen und flog dann wie so ein Flugzeug. Da komme ich immer noch nicht drüber weg mit Werbebanner von meinem Bildschirm hin und her. Also, das war vielleicht doch ein Zeichen. Mach sauber. Prost. Du bist ein Wunder. Ich werde unseren Freund wieder zu Verstand bringen. Nicht, dass er vorher viel davon hatte. Falls ich auf einen Manticore stoße, der die Wälder bei Lagrais heimsucht, bringe ich dir seinen Kopf. Das könnte ich wirklich sehr gut gebrauchen, mein Junge. Man sagt, sein giftiger Stich würde einen Menschen sofort lähmen. Dafür habe ich sicher Verwendung. Aha. Rein medizinisch betrachtet, natürlich. Natürlich. Mach's gut, Terramenes. Mach's gut, Bayek. Und hüte dich vor Manticoren. 3000 Punkte. Kann ich mich jetzt noch mit ihm unterhalten? Nein, das war's. Was war denn das eben für ein Horn da oben drauf? Da oben ist noch... Das habe ich gesehen von Weitem. Und hier auch. Ah. Wir machen das mal ganz schnell. Hodelü! Kommt to me! Danke. Da oben. Kuh macht Platz. Kuh hat Hörner, Kuh macht keinen Platz. Guckt mal, da oben, wo die Drachen sind. Da ist auch ein Ausrufezeichen. Ich denke mal, da ist wieder ein kleines Lager. Oh, ich bin gegen den Trigger gekommen. Da ist wieder ein kleines Lager. Da sind wieder Rebellen. Feuer! Aua! Nun markier ihn doch endlich! Ist noch einer! Verschimpfst du? Noch eine. Ah, das war nur das Pferd. Entschuldigung. Entschuldigung, Pferd. Bitte, Pferde, bleibt stehen, wenn ihr entsattelt wurdet, entreitert. Zu eurem eigenen Schutz. Die haben mich ja aufgelauert, die Schweine. Die wollen das nicht hier. So. So, Senu. Da steht auch einer. Da ist der Oberboss. Ein Schatz. Ein Alarm. Ein Gefangener. Wer sagt's denn?
Befestigung der Römer. Dass sie hier sind, ist ketzerisch und imperialistisch. Ohohoho. Imperialistisch. Aha. Jetzt machst du ja da oben dran. Kann ich hier hoch? Gott sei Dank haben die hier nicht überall. Hier sollte ich vorsichtig sein. So, wo ist der Alarm? Da. Alarm put. Put. Warum? Du hast doch gar nicht in meine Richtung geguckt. Der King ist tot, der King ist tot, er frisst kein Brot. Oh. Ich würde ja gern so einen Doppelkill machen. Ach, jetzt dreht er sich um. Ob das geht? Ja, ich müsste das nicht so tun. Ich weiß. Das hat bloß nicht viel gebracht. Du bist taub, ne? Na warte, Freund. Ich werde dich von deiner Taubheit erlösen. Ich habe heute meinen Sozial... Ihr Imperialisten. So, jetzt haben wir hier alles. Das Ding ist eingenommen. Römischer Turm. Jetzt werden wir noch unseren Freund hier befreien und nochmal gucken. Das sind Pfeile. Nein, das sind keine Pfeile. Komm, komm. Hier. Ich weiß nicht, warum ich das mache. So richtig verbessern kann ich meine Waffen jetzt auch nicht mehr. Ja, was werde ich denn mit den Bogen tun? So, kommt Freunde, raus mit euch. Hey, was? Danke. Die Götter mögen dich segnen. Mist! Zähes altes Biest! Die hatten ihren eigenen Mann gefangen und der haut ab. Ist ja auch interessant. So, jetzt gehen wir noch nach da oben. Das ist da hinten. Komm, wir gehen mal hier raus. Lass sie mal hier ein bisschen rumoxidieren. Und die werden nicht mumifiziert. Tier? Tier? Ach, da. Ach, der hat eine Aufgabe für mich. Warte, warte, Freund. Hey, was? Ich töte dich! Ich hab dich eben befreit! Was bist du für ein Idiot? So, muss er durch. Ein römischer Idiot. Idiota, Wie kommen wir denn jetzt da hoch? War da nicht ein Weg? Au, das war ein Baum. Der fängt nicht mal mit W an. Sonst würde das ja Beek heißen. Ja, der war flach. Hier. Da, ein Wegilein. Wir schaffen das. Da oben hin. Dann habe ich das auch erledigt. Da ist wieder so eine kleine Garnison. Och, ist das niedlich. Die habe ich schon vom Weiten gesehen. Nun gib mir schon... Da ist es. Neuer Ort entdeckt. Sperrgebiet. Turm von Apis? Oder Herpes? Oh, hier ist ja was los. Da ist auch ein Alarm. Die sind alle hier auf der Seite. Warum? Ach, das sind Geier. Ist hier kein Schatz? Doch, da. Ich hab ihn schon. Aha, den Alarm möchte ich gern natürlich nicht haben. Das sind nur Puppen.
Huch, da. Dann wollen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob die Seite hier gut ist. Hier könnte ich durch. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Das sind aber zwei. Da oben steht der. Das mit den Alarmen wird hier schwer. Ah. Das werde ich wohl nicht so ohne weiteres hinbekommen, solange der da steht. Da ist auch kein Fenster auf. Da stehen sogar zwei. Wir beobachten das mal, was da so passiert. Der geht jetzt runter. Den hat schon mal erledigt. Den auch. So, nur prophylaktisch. Pfeile habe ich wieder. Mein Schatz. Hier sind auch wieder Pfeile. So, jetzt die kleine Pissotter hier. Der ist da hochgegangen. Naja, Grobi. Oh, das war in den Po. Bis in den Bauch rein. Geil. Hast du dich angesteckt? Geil. Na gut. So, wir wollen mal gucken. Das haben wir. Ja. Quest. Schatten von Apollon war das, glaube ich, ne? Ach so, ich müsste natürlich auf die Karte gehen. Ja. Ich mache jetzt keine Schnellreise dahin. Wir markieren uns diesen Ort und dann sind wir da ja schon in der Nähe. Ich bin von der Seite gekommen, ne? Zeit sagt, es geht noch. Au, hupp, hupp. Huppdiwupp, da steht er. Da steht er, der Peter. Los, rauf da. Ups. Und runter. Ich muss nicht mehr jagen. Ich kann die Natur leben lassen. Ist das nicht schön? Ich habe alles ausgeskillt. Alles. Da oben hin. Aha. Und da ist mein Fragezeichen, dann geht da der Weg lang. Und da ist noch eine Burg. Da oben hin. Hier scheint auf jeden Fall mal ein bisschen Wasser hinzukommen, so wie es aussieht. Hier ist es schon etwas grüner, das gebe ich zu. Und im Winter liegt hier bestimmt auch Schnee, aber die haben die hier Heizung? Ja, die haben Öfen. Vorsicht. Warum?
Was sagt das Navi? Ich muss hier abbiegen. Ja, die Grafik ist natürlich sehr wiederholend. Die liegen hier immer alle noch rum. Aber das macht nichts. Und da wollte ich hin zu diesem Fragezeichen. Ist noch eins dazugekommen. Genial. Hallo, Freund. Das ist die Brücke, die Egidio erwähnt hat. Die Banditen können nicht weit sein. Dafür lasse ich dich leiden. So. Da steige ich nicht mal mehr ab. Ich wollte wissen, was das hier ist. Hier gibt es einen Schatz. Vielleicht finden wir den so. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Schrein der... Oh. Hier gibt es Schlangen. Da ist mein Schatz. Ein Bogen. Große hilfsbereite Hygeia, Tochter des Heiler Gottes Asklepios. Schöne und gerechte Hygeia. Du, die Hygiene. Du, die Krankheiten vorbeugt, die uns gute Gesundheit gewährt. Du hältst die Schlangen zurück, die uns plagen. Ihr Gift kann uns nichts anhaben. Ihre Fangzähne können uns nicht beißen. Bei deinem Anblick verwandelt sich alles Gift in süßen Honig. Wie verehren dich, Göttliche. Ich glaube, ich habe hier alles, ne? Ja. Asklepios. Ja, ja. So, jetzt haben wir hier noch ein Fragezeichen. Das ist aber wo? Oh, da vorn. Wie komme ich denn da hin? Komme ich da von dort aus hin? Hier ist eine Brücke, da kann ich rüber. Hier ist ein... Ach, du lebst noch? C ist kleines Tier. Ich jage! Willst du auch gejagt werden? Marmika, neue Region. Ja, wir haben immer weniger blinde Flecken. Da hinten ist noch viel zu tun. Und da sind auch noch, ne, so eine Dinger. Wir werden mal auf den Weg schreiten. Was ist da oben? Gibt's denn da irgendwie einen Weg hin zu da oben? Hey, was? Ein Banditenlager. Ich bin weg. Ich bin doch schon weg. Ja, ich gehe ja schon. Ja, ist ja gut. Runter. Sag mal, hast du ihn jetzt endlich? Na, meine Güte, kann ich hier nicht mal in Ruhe spionieren? Aha. Wo habt ihr euer Schätzchen? Das würde ich jetzt wissen wollen. Der erleichtert sich. Hier ist noch irgendwas.
Da oben ist er. So. Ja, da oben gehen wir auch noch hin. So, das kriegen wir hin. Was ist das? Kelida-Versteck. Aha. Diese Zone ist tabu. Nein! Was redest du? Hey! Hey, was? Habe ich hier wieder einen nicht markiert gehabt? Na gut, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nee, bestimmt nicht. Tschüss!